Okay. Ja, Zulamin trägt die Entscheidung mit, wenn Habulgaat sagt, das geht nicht, weil, naja, dann geht's halt nicht. Aber sie würde in der Zwischenzeit mal mit Isabel reden. Denn wir haben kein Diamantis mehr. Und ich möchte die Frau vorwarnen, dass es passieren könnte, dass wir in ein Seegefecht verwickelt werden und dass sie dann die Geschützmannschaft kommandieren muss. Ausgezeichnet. Nun ja, ich dachte mir schon, dass ihr euch über eine Beförderung nicht beschweren würdet. Aber nun ja, wir machen nicht mehr so gute Fahrt. Aber sollte es der Fall sein, wisst ihr Bescheid. Vielleicht redet ihr schon einmal mit den Leuten. Wenn wir in Kontium vorbeikommen, kann ich uns noch weitere Geschütze besorgen. Noch etwas mehr Feuer. Eine Drachenzunge? Aus Alanfa vielleicht? Nun, wir werden sehen. Wir sind ja noch kaum dazu gekommen, diese Geschütze zu erproben. Tja, da sagt ihr was. Nun, Aber aber wenn wir die gut. Schiffe nicht einholen können, dann wird es auch nichts mit den Geschützen. Ich werde mich darum kümmern, dass die Artillerie auf mich hört. Ja, ihr wart ja bereits zuvor Diamantes Stellvertreterin. Genau. Verbrennt. Ja, Zulamin sieht ihr nur so mittelüberzeugt nach, aber tja, jemand muss den Job machen. Und wir haben ja ein bisschen Sicherheitsvorkehrungen getroffen. Ja, und ich nehme an, wahrscheinlich komme ich dann auch hoch aufs Achterdeck und schaue mir so die Lage an. Havulgard steht auch auf dem Achterdeck und schaut mit besorgten Blicken immer in die weißen, in das weiße Trübsal. Hat das ein oder andere Mal auch einen langen Löffel genommen, um dann Proben aus dem Wasser zu analysieren. Also einfach nur Geruchstest, beziehungsweise sie steckt mal kurz den Finger ab rein und wischt ihn dann sich schnell wieder an der Lederarmatur von ihr ab. Und ja, schaut immer mal wieder besorgt. Hat aber auch noch keine weiteren Rollen verteilt oder Gefechtspositionen geben lassen, aber sie ist sehr aufmerksam. Das sieht nicht gut aus. Nein. Möglicherweise haben die Marizes auch jemanden um Hilfe angerufen, denn eigentlich sollte die blutige See hier nicht mehr so schlimm sein, nachdem die beiden Pforten geschlossen sind. Oder es fängt jetzt gerade erst an. Oder das, ja. Es sind zumindest keine Wurzelzeichen zu erkennen. Wohl aber, könnt ihr das dort sehen? Einen Moment. Sie geht wieder zur Reling, benutzt ihren Löffel und nachdem sie ein bisschen länger gefischt hat, kannst du sehen, dass sie den Löffel wieder nach oben holt und du kannst sehen, wie dort eine fette, feiste Made drauf liegt. Das sind keine Wassertiere. Chaotisch. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob das chaotisch ist. Das gehört hier nicht hin und ich glaube nicht dafür, dass die so merkwürdig es klingt. Es sieht so aus, als würden die Pforten unter uns offen stehen. Aber das ist nicht die Niederhölle. Das ist Was? irgendetwas anderes. Aber was sollte es sonst sein? Ich weiß es nicht. Nun, ich setze noch eine gewisse Hoffnung auf Rataral Sanin, dass er unseren Feinden den Weg abschneiden konnte. Aber wenn er auch in diese Brühe geraten ist, Wenn es jemand schafft, dann er. Aber ich werde mich mit diesen Sachen nicht mit Marchesca Paligan auseinandersetzen, sondern ich werde Netia hierher holen. Ich glaube, das ist kein magisches Problem, sondern eins der Kirche. ein sehr guter Gedanke. Ich lasse euch rufen, wenn ich noch etwas Ungewöhnliches feststelle. Danke. Also gut, dann weitermachen. Ihr fahrt weiter, Stunde um Stunde, und die See wird sich nicht bessern. Vielmehr wird es milchiger und milchiger, weißer und weißer werden, bis dann selbst der Schnee, der vom Festland hierher gewirbelt wird, auf der Oberfläche liegen bleibt. Es ist kein Eis, es ist tatsächlich Schnee, der dann hier oben liegen bleibt. Es ist kein echtes Wasser mehr, auch wenn ihr hindurchfahrt. Ja, es ist
zu viskos. Und dann könnt ihr nach einigen Stunden auf der rechten Seite wieder einige Inseln erkennen, die ihr schon das ein oder andere Mal gesehen hattet. Kabok lässt ausrufen Ilderash, Eurong und Kibrom. Und dann könnt ihr in der Fernung Rauch sehen, schwarzen Rauch, der am Horizont nach oben steigt. Ich versammle mal meine Leute und lass mir ein Fernglas geben. Mhm. Ja, wenn du durch das Fernglas blickst, kannst du nach einiger Zeit dort zwei, drei Schiffe ausmachen, die sich gegenseitig befestigt haben. Du kannst eine Trireme auf den ersten Blick ausmachen, wirst aber auch feststellen, gerade bei der Beflaggung, das ist keine Trireme, sondern die Seeadler. Und daneben kannst du die Sulman al-Nasuri erkennen, die dort ebenso mit trotz vollgeblähten Segeln verharrt sie wohl auf der Stelle. Und zwar neben der schwarzen Svilinja. Das dritte Schiff ist das von Varmarix. Korrekt. Gut, und ist die Sache schon gelaufen? Also ich habe was von schwarzem Rauch gehört. Ja, also du siehst, dass die Segel von der Svilinja in Fetzen hängen und irgendwas scheint da wohl zu brennen. Nicht auf der Seeadler und auch nicht auf der Sulman. Das klingt gut. Dann nehmen wir zu denen Kontakt auf und nähern uns. Ja, könnt ihr so machen. Und nach weiteren Stunden, die ihr durch den Morast fahrt, es stinkt mittlerweile auch ziemlich ekelhaft süßlich, könnt ihr dann aufschließen zu sowohl der Seeadler, wo ihr das ein oder andere vertraute Gesicht sehen könnt, und auch der Sulman al-Nasuri, Rafik ibn Dahmani, der euch mit seinem strahlenden Lächeln zuwinkt. Neben ihm könnt ihr seine beiden Magier sehen, Mondino Yatmotazzi und den merkwürdigen Albino Valpo Monzanares, der dort mit seiner rötlichen Sonnenbrille steht, die dann das Licht vor seinen Augen abschirmt. Und noch einige Djinne, die da hin und her wirbeln, durch das Segel hindurchwehen. Ihr könnt Brandzerusch erkennen, den Feuer-Djinn, der da wohl doch irgendwie auf dem Deck der schwarzen Svilinja steht und gerade dabei ist, die Reling zu zersetzen. Auf der Seeadler könnt ihr eine ganze Menge an Gefangenen erkennen, die da wohl auf Knien mit den Händen nach hinten gefesselt sind. Und dann könnt ihr im Prinzip nach einigen Flaggensignalen neben ihnen im Milch beidrehen und euch gegenseitig verteuern. Exzellente Arbeit, die Herren. Also hat euch unsere Nachricht rechtzeitig erreicht. Ja, Sanin tritt mit seinen schweren Stiefeln an sein eigenes Achterdeck heran, hebt die Hand zum Gruße. Wir haben eure Nachricht wohl bekommen. Und einige andere sind ebenso aufgebrochen, die sind allerdings zurückgeblieben. Nun, kein Wunder, so wie die See aussieht. Ich hatte schon Bedenken, dass ihr es schaffen würdet, auch wenn ihr eine viel kürzere Strecke hattet als wir. Nun, unsere Schiffe sind noch nicht ganz wiederhergestellt. Das werden wir euch selbstverständlich in Rechnung stellen. Aber das Bauholz, was euch in Janka, nun, überzählig erscheint, nehmen wir gerne. Keine Sorge. Wir haben noch einige Schäden, die wir ausbessern müssen, bevor es losgeht. Schafft ihr es zurück nach Janka oder müsst ihr vor Ort reparieren? Nein, nein. Die Schäden, die wir davongetragen haben, stammen nicht aus dieser Schlacht, sondern aus der letzten bei Rolat. Ich verstehe. Dann, kommt da ran, kommt da ran. Lass deine Reling runter! Ja, es rattert und dann, wenn ihr euch gegenseitig festgemacht habt, könnt ihr dann auch über die verschiedenen Relinge beziehungsweise über die Holzplanken und Bohlen auf die Seeadler von Beilung treten. Und seht dort, ja, gefesselt nicht nur War und Jodor Marix mit dem schütternden Haar, sondern auch Villa. Ja, wie überraschend. So schnell sieht man sie wieder. Wer sind diese Leute? Gefangene von der schwarzen Svelenia. Ich dachte, dass Zulamin, habt ihr eure Mannschaft nicht eingesetzt? Ich glaube, Boltax hat sie noch nie. Nun, Boltax kennt Hyvilla,
aber nicht ihre Familie. Das sind Varmarix und Joramarix. Für alle, die es nicht wissen. Der Held vom Perlenmeer. Hättest ruhig mal ein bisschen Geld locker machen können, aber Perikum könnten wir eh nicht mal anlaufen. Mochte ihn nie. Hattet ihr schon Gelegenheit, den Helden auf Dämonenmale zu überprüfen? Ja, das haben wir schon gemacht, sonst hätten wir ihn, oder Branzer Osch hätte ihn höchstwahrscheinlich schon verbrannt. Das hätte ich getan! Ja. Sehr vernünftig, mein Freund, sehr vernünftig. Keine Dämonenmale, so. Keine Paktierer bei keinem von ihnen. Keine Paktierer, aber Verbündete von Darion Paligan. Piraten, das soll es ja auch geben. Xeran hatte auch genug Piraten unter seinen Mannschaftsmitgliedern. Nun, sie befinden sich auf der Flucht vor der Perikummer Gerichtsbarkeit. Und ich weiß nicht, was eure Pläne sind, aber... Ich befinde mich auch auf der Flucht vor der Perikummer Gerichtsbarkeit. Das sollte wohl weniger ausschlaggebend sein, aber wenn sie mit Paktieren... Ja, aber ihr habt sehr viel bessere Gründe, nicht wahr? Inkompetenz, ja. Ich habe gehört, ihr habt die Admiralin wieder eingesetzt, ja. Ja, eine Entscheidung, mit der ich nicht voll im Reinen bin. Das glaube ich euch. Aber ich bin sicher, ihr kennt auch die Alternativen. Ihr müsst das mit euch ausmachen. Ich hätte ja die Irdra eingesetzt, aber die hat auch alle Hände voll zu tun. Naja, vielleicht, wenn wir fertig sind, nach der Schlacht. Ich dachte tatsächlich auch an eure Tochter, aber habe den Gedanken verworfen, denn sie ist sehr weit fort. Da, zurzeit ist sie im Südmeer, naja. Aber ich habe ihr einen Brief geschrieben, keine Sorge, sie wird da sein. Vielen Dank. Wir können positiv denken. Ich glaube, nach der Schlacht wird es nicht mehr unser Problem sein. Ich glaube auch nicht. Was ist denn mit der See hier los? Die ist doch normalerweise nicht so. Boltax, ihr habt die letzten paar Jahre auch nicht aufgepasst, oder? Das ist die blutige See. Aber gut, die Maden sind neu, das muss ich euch wirklich geben. Ja, und so milchig weiß war sie sonst auch nicht. Na, manchmal war sie blutig, manchmal war sie weiß, manchmal war sie grün, sie hat schon alle Farben angenommen. Und das Waffenirrgeweihte hat mich verwirrt, indem sie sagte, sie würde es nicht für ein erzdämonisches Phänomen halten. Aber vielleicht hat unsere Sinnegeweihte inzwischen mehr herausgefunden. Nethja, wie geht's der alten Schachtel? Nun gut, hoffe ich. Ich weiß nicht, ob sie oft genug jemanden zum Reden findet, aber nun, für uns ist sie eine große Stütze. Ja, ich wollte gerade sagen, wenn ihr Nethja bei euch habt, sie hat damals schon für mich die Karten gezeichnet. Dann müsst ihr auch oft mit ihr reden. So ist sie halt. Ja, ich glaube, sie und Abelmir führen einen netten Konversationskreis, nicht wahr? Ich habe sie schon lange nicht mehr besucht. Ich habe dich versprochen, aber ich hatte so viel zu tun. Ich werde es nachholen. Nun, konntet ihr die Ursache eingrenzen, den Ursprung? Den Ursprung? Nein. Weiß war sie, wie gesagt, schon öfter, aber wir sind noch am Rätseln und Diskutieren. Sollten wir vielleicht mal im Janka machen, wenn alle unsere Priester beieinander stehen. Das sollen schlauere Menschen diskutieren als unser eins. Erstreckt sich dieses Phänomen bis Janka? Auch Daten, ja. Im Hafen ist es nicht ganz so schlimm, aber je weiter ihr nach draußen auf die offene See fahrt, desto wilder wird es. Ja, wir sollten da tatsächlich einmal die Köpfe zusammenstecken. Wir haben ja alle nach Janka gerufen und ich muss euch vorwarnen, auch die neue Perikummer Admiralin. Denn sie hat uns ihre Unterstützung zugesichert und nun ja, ich hoffe, dass gemeinsame Interessen Leute miteinander an den Tisch bringen, die sich sonst eher nicht an einen Tisch setzen würden. Dann will ich hoffen, dass sie ihre Balestrina am Gürtel lässt. Ja, mit der habe ich auch schon Bekanntschaft geschlossen. Ja, wenn es euch beruhigt, wer auch immer von euch dann die Balestrina ergreift, ich würde auch eine ergreifen, ist kein Problem. Die Frau ist unausstehlich. Also ja, andererseits hat sie auch viel durchgemacht. Ich meine, sie saß im Knast und hat einen Arm verloren. Das ist schon nicht ohne. Was machen wir jetzt mit den Gefangenen?
Wie gesagt, es sind zunächst einmal eure Gefangenen, es ist eure Leistung, aber meine Vorstellung wäre, dass wir sie in Janka der Perlenmeerflotte übergeben und sie in Perikum gerichtet werden. Weil sie Perikumer sind? Ja, ich fühle mich... Nun ja, wir sind auf See, wir könnten sicher eine Lösung finden. Lass sie brennen! Ich sehe, hier hat jemand starke Meinungen dazu. Naja, er ist ein Elementar. Aber ja. Vielleicht sollte er sich einmal mit unserer Katapultmeisterin unterhalten. Ich glaube, sie haben gemeinsame Interessen. Das solltet ihr am besten nicht tun. Ja. Branzer Rusch sollte nicht in die Nähe von Artillerie kommen. Gut. Naja, also verbrennen halte ich für keinen guten Vorschlag, wenn ihr auf ihren Tod besteht, was natürlich euer gutes Recht wäre. Sie habt sie ja auch gefangen genommen. Würde ich hängen für deutlich... wie Abel mir immer sagt, humaner halten. Wir könnten sie einfach auch ausliefern und das Geld kassieren, das auf ihren Kopf ausgesetzt ist. Nun, oder ihr übergebt sie einfach der Perikumer Gerichtsbarkeit und habt damit bei den Perikumern ein Steinebrett und vielleicht heben sie dann euren Steckbrief auf. Den werde ich nie wieder los. Aber ich habe auch kein Interesse mehr daran, dass ich den Perikumer Hafen anlaufe. Dafür habe ich schon zu viel gesehen und sie hegen einen zu großen Groll für mich. Aber wir haben hier drei Maritzes. Was haltet ihr davon? Ich behalte den Held hier. Ihr nehmt Hyvilla und ich gebe ich dann Jodor. Ich brauche ihn nicht. Ihr könnt ihn haben. Ihr bringt ihn um oder tut, was ihr wollt. Es ist die Beute von euch, Kapitän, oder von Zulamin, die den Auftrag gab. Gut, wenn das euer Wille ist, was die gewöhnlichen Matrosen und die Besatzung angeht, ich denke, wir haben nicht die Zeit herauszufinden, wer von ihnen wie schuldig ist. Insofern würde ich auch sie den Perikumern übergeben. Ich denke nicht, dass sie alle überzeugte Anhänger des Heptarchen sind. Also gut, dann tun wir es so. Verwahrt ihr die beiden, also Jodor und Villa, auf eurem Schiff und ich werde Wahr auf meinem Schiff aufknüpfen. Gut. Nachdem dies erledigt ist, dann sehen wir uns in Janka. Wir sehen uns in Janka. Schauen wir mal, wer zuerst da ist. Ist das eine Herausforderung? Ihr habt's gehört, Männer, in die Ruder! Und damit kannst du sehen, wie Vibo und der Stählerne, der zweite Wachoffizier aus Al-Anfa, seine Ärmel hochkrempelt, die Peitsche an seinem Gürtel greift und in Richtung Unterdeck geht. Gut, ich gehe dann wieder rüber. Also Zulamin hat da keinen persönlichen Ehrgeiz, aber sie fragt Havulgard, was meint ihr? Wäre es gut für die Stimmung der Mannschaft, sich auf dieses Wettrennen einzulassen? Davon gehe ich aus. Gerade bei so einer See. Er könnte relativ interessant werden. Gerudert, dann die Unterstützung durch Magie und wir versuchen es dann mit den Winden des Belemann. Haben wir noch andere Tricks im Ärmel? Seelärm, Wände! Nun, wenn wir die Unterstützung der Götter haben, was brauchen wir sonst noch? Oui, Madame, ich wende. Also gut, das wohl. Und dann liefern wir uns ein Zeitlupen-Elefantenrennen durch das zähe weiße Wasser. Dann gebt mir mal, ich würfel 2W20, der erste ist für die Kundjummer, der zweite ist für die Seeadler und ihr würfelt mir einen W20. Oha, 18 und 16. Das sieht gut aus, komm. Naja, hoch ist gut. Hoch ist gut, 18 ist gut. Dann, erster wird die Sulman und kurz hintendrein werdet ihr gleichzeitig mit der Seeadler in den jankanischen Hafen einlaufen. Das wird natürlich viele weitere Stunden dauern. Aber ihr kommt in Janka an.
Zu dieser mittelalterlichen Zeit mögt ihr euch so ein bisschen zurückerinnert fühlen an das ursprüngliche Janka, wie ihr es damals befreit habt, gerade wenn jetzt hier so ein ekelhafter winterlicher Nebel über dem Hafen liegt, aber die Schiffe sind zum letzten Mal weiter gewachsen, die Anzahl der Schiffe sind weiter gewachsen. Ihr könnt natürlich auch nochmal die Seeadler von Xordosh erkennen, mit den Zwergen, die dort liegt. Die versuchen da wohl gerade irgendwie an einen Steg zu manövrieren. Die waren wohl auch draußen, haben es aber nicht geschafft. Und als sie euch gesehen haben, drehen sie dann wieder bei. Ihr könnt die alanfanischen Schiffe erkennen, die wohl von euch dort sind. Die Fluch der Wahrheit, Katechismus, die Wille des Patriarchen, Bestariels, Ramsporn. Ihr könnt natürlich auch noch eure Kunchoma-Schiffe erkennen. Die Stern von Palmyrabat, das Versprechen aus Holz, die Stachel von Farukant und so viele mehr. Vor Ort seht ihr ebenso die das Schiff von Harkon von Sturmfels, die Admiral Vikos, ist wohl ebenso schon eingelaufen. Und die Tiger von Maraskan mit unbekannter Anzahl ebenso. Also wahrscheinlich ist es nicht mehr die dritte, vielleicht ist es die vierte, vielleicht sogar die fünfte Tiger von Maraskan. So genau weiß das nur der Maraskaner selbst. Und ja, mit ein bisschen Stolz könnt ihr dann durch diesen nebligen Hafen blicken, was ihr da so alles zusammengesammelt habt. Ja, bis ihr dann einen eigenen Steg gefunden habt oder über andere Schiffe anlegt, wird es natürlich noch weitere Zeit dauern. Aber ihr könnt dann in den trüben Hafen runtergehen und dort dann über die Gassen zum Blauen Palast gehen, wo neben vielen weiteren Leuten auch Wilbur von Rabenmund auf euch wartet, der Vogt der Effertperlen. Ja, Zulamin läuft viel mit Dr. Rumpel rum. Der soll schauen, ob alle Schiffe da sind, die wir erwarten. Und schaut sich auf dem Weg durch die Stadt auch so ein bisschen die Neuerungen an. Das sind so viel mehr Schiffe. Die kenne ich alle gar nicht. Da sind noch drei Bornländer dazugekommen und das ist ein Schiff aus Valusa. Die sind da wohl auch noch später gekommen. Das ist mehr, noch ein alanfanisches. Mehr ist gut. Ja. Ich muss eine Zählung durchführen. Das wird so lange dauern. Und nun ja. Was machen wir jetzt eigentlich mit dem Holz? Sollen wir das jetzt dem Kapitän geben oder nicht? Und ich denke, es wäre sehr schlechter Stil, ihm kein Reparaturmaterial zur Verfügung stellen. Aber ich Geld bekommt er keins. Nein, wir werden auch nicht bezahlt. Ja, wir bezahlen nur. Woher soll ich das alles nehmen? Also gut, dann soll er ein paar Klafter bekommen. So viel zu tun. Er geht ohne mich zum Palast, ich muss noch hier Zählungen durchführen. Vielleicht nimmt er auch Unterstützung von Lahalkash an. Vielleicht bietet ihr ihm die an. Ja, ich kann aber nicht für Lahalkash reden, der bricht mir die Arme. Gut, dann werde ich mich selbst darum kümmern. Frag doch erst einmal bei Sanin an, ob er daran Interesse hätte. Nee, der schreit immer so laut, ich mag den nicht. Ich zähle die Schiffe. Ja, zählt die Schiffe. Und den Rest regeln wir, wenn ich zurück bin. Bis später. Bis später. Und ich gebe ihm noch eine Wache mit. Und wenn es nur ist, dass die verhindert, dass jemand auf ihn drauftritt. Super,